Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin gerade bisschen kränklich, aber ich hoffe es geht. Ab und zu räusprig und so und muss schlucken und höre nicht so gut, weil ich irgendwas im Ohr habe, das mir Schmerzen zubereitet vor allem und dem Anhören hindert. So. Ja, die Server waren dann. Ich konnte nicht viel aufrufen, deshalb kommt heute der Part eigentlich. Ja. Erst sehr spät. Ich hoffe. Ja, ihr wisst ja, dass der Livestream auch als Let's Play geht. Also, ihr bekommt genug zu sehen. Und ich habe ihn jetzt auch ein bisschen verbessert. Muss halt noch ein bisschen einstellen und eben neue Hardware kaufen, vor allem ein neuer Bildschirm, ein neues Mikrofon, dann geht alles besser. Was ist hier los? Hä? Irgendwas stimmt gerade nicht. Aber ich weiß nicht was. Fehlt irgendwas? Könnte sein. Jo. Also wir sind Level 24 und machen gerade Reichsquests. Ich hoffe... Hä? Ah, das ist der Reichsquest-Ding, okay. Ich habe schon gefragt, wieso muss ich jetzt dorthin? Dabei ist es einfach nur der Reichsquest hat und nicht die hier. So, dann geben wir noch Quest hier ab. Und... sonst nichts mehr. Nein. Okay, dann gehen wir nach... ja. Durch BK zu Gokstadt. Gut. Ich hoffe, die Qualität geht so. Ich habe sie ein bisschen verbessert, aber... es geht halt nicht mehr. Es ist ein altes Headset und... ja, Sennheiser GDI... G1i oder so. Hat kein... Lautstärkeregler bröckelt schnell ab. Es geht so schnell kaputt, das ist Wahnsinn. Vor allem der Gummibezug, der ist so nervig. Macht mir langsam Schmerzen. Ich brauche unbedingt ein Hightech, aber ich werde wahrscheinlich nie mehr ein 7.1 Hertz kaufen. Ich weiß nicht, ist die Qualität so viel besser? Ich bekomme einfach kein anderes Gefühl. Ich kaufe mir ein 5.1 und ja, eventuell stelle ich das auch ein hier im Video, aber ja, ich habe einfach nicht so viel Ahnung von Headsets, deshalb seitdem ich Let's Player benutze ich auch Headsets und ja, habe erst 2 oder 3 Headsets gekauft. Sind alle so ein bisschen falsch, also nicht so nett zu mir, sozusagen. Sie haben immer Probleme. Keine Ahnung, wieso. Ja, also auf jeden Fall werde ich mal Tests anschauen, aber ja, ihr wisst ja, die Tests sind ein bisschen mit Werbung gebessert, verbessert. Da muss ich schauen ein bisschen. Schauen, was die denn so gut finden und wieso. Schade, dass der Server down war. Was ist denn los momentan? Haben die Probleme, den Server offen zu lassen? Ey, ey, ey. Ein Rocksimmerald. Cool. Aber leider nur Loot. Ja, dann gehen wir wieder nach Monzognir. Wie heißt das? Monzognir, genau. Haarwechsel. Der Bonus ist noch on, gut. Ich hoffe, er ist dann auch noch on, wenn wir da sind.
wir sporten uns ein bisschen. Ja, alles Quests einfach weiterdenken, nie eine beendet. Ich will den Bonus doch haben. Der Bonus ist so blöde gemacht. Er sollte irgendwie abhängig von den Gegner, die wir besiegen und die Quests, die wir erledigen. Und nicht irgendwie einfach dann gleich wieder weg sein. Das bringt nichts. Naja. Also. Die Straße ist hier unten. Ja, tut mir leid für die, die jetzt halt es nicht so gut finden, weil ich den Schützen gerade ein bisschen wenig spiele. Aber er kommt ganz schnell wieder. Jetzt, wo ich krank bin, möchte ich lieber ein bisschen diese hochstufen und dann ist sie der Heiler und so. Dann kann ich viel länger euch das zeigen. Es ist einfach blöd. Man stirbt die ganze Zeit und muss man stundenlang warten, bis man wiederbelebt wird oder muss eben wieder zurück und dann wieder laufen. Das ist auch blöde, oder? Kann ich zeigen, wie die anderen kämpfen und muss da nicht selber kämpfen. Sterb halt dann auch ab und zu, aber ja, das ist halt so. Es tun sich ein bisschen viele halt einfach ein bisschen Sorgen machen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das nicht gut findet. Ich kann es ändern, ich werde es auch ändern. Das ist ja das größte Problem. Die Leute reden nicht, die schreiben nicht, die deabonnieren sogar mich sofort wieder, wenn sie merken, oh ja, jetzt macht er wieder das nicht und alles. Ich habe wieder ungefähr 3, 4 verloren. Das nur irgendwie gestern im Livestream. Was war denn wieder blöd am Livestream? Ich habe zwischendurch halt mal wieder Minecraft gemacht. Aber Minecraft wollen nicht so viel schauen oder gar niemand. Mir steht doch alles unten, wann und wann was kommt. Das ist halt immer so ein bisschen problematisch, wenn irgendwas wieder schlecht ist und sonst irgendwas. Müssen alle wieder sich doof ausführen. Na, Witze des Reiches. Da unten müssen wir hin noch. Gut. Da muss ich die blöde Karte nicht wieder öffnen. Ja, und wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche habt, Vorschläge, wenn ihr Lust habt, mit mir das zu machen und so weiter, dann dürft ihr das sagen. Bei mir dürft ihr solche Sachen sagen. Auf jeden Fall finde ich sogar willkommen und eben Kritik. Schreibt die Kritik. Manche schreiben mir ein paar Tipps, gut. Ich bin ja nicht der optimale Super Let's Player Moment kurz. So, es geht weiter. Es war nur zu meiner Schwester. Aber er muss natürlich das vor meiner vor meinem Zimmertür machen. Nun gut, wenn er doch mal ein bisschen da ist, soll er dann nicht mich stören, gell? Okay. Ja. Kommen und gehen, kommen und gehen. Sivirys. Der Zuckel ist auch da. Ist der weg? Er ist weg. Zambona. Hm.
Okay. Hier das mit diesen Eisgolems und den Erdhangträger muss ich ja wahrscheinlich dann wieder über springen oder so, weil nicht jedes Mal jemand helfen kann. Also nur mit dem Erdanhänger und den anderen Anhänger. Davor können wir dann machen noch die Quest. Sehr easy. Mal schauen. Mit dem Beschwör wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein, aber wir machen dann viel zu wenig Schaden irgendwie. Im Livestream habe ich ja nur gesagt, wir machen das nächstes Mal das mit dem Skill und so. Ich habe einfach die zwei erhöht. Und ja, die Wege halt ein bisschen weiter gemacht. Für den nächsten Skill freischalten. Bei diesen Zaubern, bei den Beschwörungen und bei den Stäben nicht, weiß jetzt sogar nicht mehr genau. Jo. Also gehen wir zuerst hier nach oben, dann zur Reichstafel. Neue Quest annehmen. Und dann wieder weiter. Ja, dann noch Quest abgeben, dann wieder weiter. Jo. Da vorne ist eine Quest. Nehmen wir die an, hä? Die gelbe Quest. Die gelben Quests sind, glaube ich, einfach die, wo nicht so ertragreich sind. Und nur so Nebenquests. Das ist auf jeden Fall neu. Also war das im letzten Let's Play auch so. Hm. Ich habe so viel in meinem Gehirn immer zu machen. Ich vergiss manche Sachen halt. Nach einem Jahr wieder. Ja, ich gehe mal kurz zeigen. Also hier auf jeden Fall eins mehr. Ah, ist es hier eins mehr? Nein, das ist gewesen. Da ist eins mehr. Ah, hier ist noch eins mehr, aber hier nicht. Ja. Eisverherrlichung wollte es gehen, aber eben ist ja eigentlich nicht besser als für die Verherrlichung. Und zwei für einen alten Multicharakter ist zu viel. You probably will not be present for 2 months. Months, okay, months. Hm. Also er geht von 2 Monaten weg, oder was? Also, du bist nicht da. Aber wieso, schreibt Goran? Hm. Ein Kampfzauberstab. Haben viel besseren, hä? So ein Dödel. Ah, du reist herum. Wohin gehst du? Hallo? Was ist denn? Hey, ich kann nicht mehr laufen. Bucky Bucky Regnum, Regnum, Bucknum. Alles backt herum. Regnum, Bucknum, alles backt herum. Ja, wohin? Sagt der Zylin Frostbald. Oh, schön wieder Erfahrung bekommen. Nett. So, da oben? Nein, da unten. Gut. Und weiter wahrscheinlich da hinten jetzt. Hm. What? Da runter. Wir gehen Reisquests machen. Ich finde die irgendwie
zwar richtig langweilig, aber doch interessant, weil ich einfach herumlaufen muss. So bis Level 35 können wir die Locke immer wieder machen, aber natürlich in Abwechslung. Dwalm Hellfichter. Das sind diese englischen Namen immer Hilf irgendwas. Ah, ist Argentinien. Okay, da hoch müssen wir da noch. Wenn jetzt hier durch müssen wieder, dann mache ich das mit den Golems. Oder sonst irgendwas da oben ist. Ja, mit den Jedi stimmt. Nicht mit den Golems. Fiesta Crota. Hä? Kenne ich gar nicht. Na, was ist denn? So viele Wiederkehr. Oder so viele Charakter pro Account, die ich dann immer wieder nicht kenne. Oder habe ich vergessen, dass ich den weiß ich nicht. Ja, Argentinien ist groß, der kann nämlich sehr weit reisen. Schönes Fußballland. Und Kuhland, ja, mehr Kühe als Menschen oder wie? Also von der Schweiz kann man es glaube ich so sagen, aber stimmt wahrscheinlich nicht. Wir haben in unserem Dorf haben wir sehr wenig, aber im Nachbardorf, boah. Wir haben am meisten Schafe hier in unserem Dorf. Ist ein Schafdorf. Ein schönes, schafiges Dorf. Ein Mähdorf. Meine Katze wird schon zum Schaf. Macht immer mehr. Weiß nicht wieso, aber denke ich einfach, weil sie immer in der Nähe von Schafen ist. Und die blöken ja immer, wenn sie essen wollen. Und so macht meine Katze es immer nach. Da müssen wir auf die andere Seite einfach. Wieso müssen wir immer nach Gorkstadt? Das ist die entfernteste Stadt. Ich hasse das. Das ist sowas von... Das nur nicht immer wäre. Ja, immerhin geht die Stimme. Ich dachte schon, ich müsste wieder so richtig... alles rauswürgen. Ich tue immer so den Hals entspannen und alles. Weil ich habe ja einen verengten Hals durch die Speicheldrüse. Das ist richtig nervig. Und ja, es kann nichts gemacht werden, das ist das Problem. Das größte Problem ist, diese Krankheit kann weder geheilt, noch gebessert, noch irgendwas werden. Es ist einfach eine nervige Krankheit. Und niemand kennt's. Fast niemand. Aber auf jeden Fall unternimmt niemand etwas dagegen. Diese Krankheit bräuchte am meisten Spenden. Von mir aus. Aber nein, es ist auch für die anderen eine Qual. So gehen wir langsam runter. Mann, geh mal ein bisschen schneller, du blödes Pferd. Tanze ein bisschen auf dem Pferd, damit das Tier ein bisschen Qualen erleidet.
Hopp, hopp. Dummes Pferd. Hier ist ein Wolfsrudel. Ja, es sind wahrscheinlich noch weniger und jetzt nach diesem Server out von 6 Stunden. Und ich wollte so unbedingt aufnehmen ein paar Parts. Und kann jetzt nur noch einen Part aufnehmen. Leider. Aber livestreamen denn. Schön Livestream. Jo. Kurz was trinken ich. Mir kratzt der Hals so extrem. Jo. Also, sind wir aber gleich da. Ja. Silveris. Was macht die eigentlich immer mit diesem K-Wechsel? Schaut euch das an, das ist ja Wahnsinn. Soll ich mal fragen? Immer ein bisschen lächeln, damit es nicht blöd ankommt irgendwie. Aber ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht so, ob alle Retnum-Spiele einfach so sind, dass sie die Sätze nicht so richtig imprint. Ja, einfach denken, ja, es ist irgendwie böse gemeint oder so. Ich bin ja immer ein Netter. Okay, ich hoffe, die Quest geht nicht weiter, aber... Ja, wir haben sowieso wenig. Die wollen Bosse bekämpfen. Schade. Wollen wir rüber, hä? Ja, ich kann aber nicht mehr aufnehmen. Ja, lebt wahrscheinlich. Gut, plus, plus, plus heißt wahrscheinlich ja, ja, ja. Ich fange einfach früher Livestream an. Also, das seht ihr im Livestream von welchem? Vom 27. Den vom 16 bis 18 Uhr. Jo. Machen wir noch ein bisschen weiter, hä? So. Ja, ich freue mich. Oh, mit dem... Ich hoffe, ich bin beim Band oder so in der Nähe. Mit dem Schützen. Gut. Hallo, Lexni.
So habe ich jetzt so wenig FPS. Ach, Game, hey. Nervt doch nicht. Schaut euch das mal an. Okay, ich beende den Part jetzt. Weil das ist nämlich von Fraps wahrscheinlich. Ist ein bisschen schade, hä? Oh je. Ich hoffe, es geht weg. Ich will noch ein bisschen machen, aber... Ich habe ja schon eine kleine Pause machen müssen. Ich habe nämlich in der Pause vergessen, kurz Timer zu stoppen. Ja, es ist wieder besser. Aber was ist denn los? Stoppen hilft auch nicht kurz die Aufnahme. Ey. Fraps hat einfach Probleme mit Regnen. Das geht mal gar nicht. Okay, tut mir leid. Es leckt halt. Und jetzt noch schlimmer. Ich werde hier Pause machen. Bin schon mal rüber. Und Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Jo, nächster Part kommt ja in einem Tag ja wieder. Jeden Tag kommt ein Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.